Der Scrum Flow besteht aus sehr wenigen Elementen. Eigentlich sind es genau 12 Stück. Wir haben 3 Artefakte, also Dinge, die wir bauen, die wir erstellen, Zwischenprodukte. Scrum definiert insgesamt 4 Rollen. Und wir haben 5 sogenannte Events. Events sind nicht unbedingt Meetings, auch wenn viele Events in Meetings übergehen. Scrum ist ein Prozess-Framework und der Kern von Scrum ist ein sogenannter Sprint. Ein Sprint ist eine feste Timebox von maximal einem Monat. Das heißt, in ganz regelmäßigen Abständen beginnt der nächste Sprint. Die Produktentwicklung in Scrum findet ausschließlich innerhalb des Sprints statt. Es gibt nichts, was vor dem Sprint läuft oder nach dem Sprint oder zwischen den Sprints. Alles, was wir tun müssen, um das Produkt zu bauen, findet in Sprints statt. Während des Sprints kollaboriert das Scrum-Team. Das Scrum-Team sind alle Personen, die an dem Sprint beteiligt sind. Wir schauen uns das gleich noch an, wie sich das aufteilt. Während des Sprints wird ein sogenanntes Inkrement erzeugt. Das Inkrement dient zum Lernen. Also ganz abstrakt gesagt, ist das Inkrement ein Katalysator für Feedback, etwas, woran ich lernen kann und idealerweise auch etwas, womit ich Geld verdienen kann. Also ein Stück Produkt wäre super. Manchmal muss man eine Benutzerbefragung machen oder ein technisches Konzept ausprobieren. Auf jeden Fall sollte am Ende des Sprints eine zusätzliche Information da sein. Etwas, was wir lernen können. Das Inkrement selbst wird erzeugt von dem Entwicklungsteam. Das Entwicklungsteam ist ein crossfunktionales Team. Das heißt, es besteht aus allen Skills, Professionen, die wir brauchen, um unser Produkt zu bauen. Beim Softwareprodukt können das Entwickler sein, Tester, UX-Designer, Menschen, die sich mit der Fachlichkeit auskennen. Wenn wir ein Hardwareprodukt bauen, sind vielleicht Marketing-Spezialisten drin, Designer, Ingenieure und Normungsspezialisten. Ein Entwicklungsteam hat nicht mehr als 9 Mitglieder. Das heißt, die müssen sehr eng kooperieren, um wirklich das Produkt zu bauen. Wichtig ist, dass das Entwicklungsteam in nachhaltiger Geschwindigkeit arbeitet. Das heißt, sie müssen diese Geschwindigkeit langfristig durchhalten können. Wenn ich jedes Mal Überstunden machen muss, um ein Inkrement zu liefern, und ich muss alle 2 Wochen eine Woche lang Überstunden machen, ist der Burnout nicht weit. Wichtig ist auch, dass das Produkt selber in nachhaltiger Qualität gebaut wird. Das ist die Verantwortung des Entwicklungsteams. Wenn die Qualität immer schlechter wird, weil wir hudeln, dann werden wir auf Dauer kein Produkt entwickeln können. Feedback über unser Inkrement erhalten wir im Sprint Review. Im Sprint Review demonstrieren wir das, was wir gebaut haben, an die Stakeholder. Wer sind die Stakeholder? Das sind Leute, die in das Produkt rein investiert haben. Das sind Anwender, künftige Anwender. Das sind vielleicht künftige Kunden, die das Produkt kaufen wollen. Wir demonstrieren ihnen das Produkt und sammeln Feedback ein, wie ihnen das Produkt gefällt, was sie noch für weitere Ideen haben. Das Sprint Review ist ein Inspect and Adapt Meeting. Kein Inspect and Accept Meeting, also kein klassisches Abnahme-Meeting. Aus den Ergebnissen des Sprint-Reviews und aus den Ideen, die wir haben, entwickeln wir das Product Backlog. Scrum sagt wenig darüber, was drinsteht im Product Backlog. Backlog Items ist der Begriff, was nicht viel aussagt. Wir können uns das vorstellen als eine Liste von zusätzlichen Features, Fähigkeiten des Produkts, die aber optional sind. Alles, was im Product Backlog steht, kann gebaut werden. Man kann sich aber auch entscheiden, das nicht zu bauen und dem Produkt eine andere Richtung zu geben. Zuständig für diese Entscheidung ist der Product Owner. Der Product Owner ist eine einzelne Person, deren Aufgabe es ist, den wirtschaftlichen Nutzen des Produkts zu optimieren. Also mit so wenig Output wie möglich, so viel Ergebnis wie möglich zu erreichen.
Er tut das im Wesentlichen dadurch, dass er mit dem Entwicklungsteam kollaboriert, dadurch, dass er mit Stakeholdern spricht und das Product Backlog managt. Am Beginn des Sprints steht die Sprintplanung. Die Sprintplanung ist ein höchstens eintägiges Meeting. Zunächst einmal schlägt in der Sprintplanung der Product Owner ein Sprintziel vor. Ein Sprintziel ist eine Überschrift über den Sprint, die für Stakeholder, aber auch für das Team motivierend ist, das Ergebnis des nächsten Sprints sich anzuschauen oder auch schon einzusetzen. Man kann sich das vorstellen, wenn man eine Smartphone-App entwickelt, ist das Sprintziel das, was im App Store oder im Play Store hinterher als Überschrift steht, was ist neu in diesem Sprint. Und wenn diese Überschrift einen begeistert, man sagt, ich möchte diese neue Version hochladen, dann ist ein gutes Sprintziel. Wenn man sich denkt, muss das sein, dann war es ein schlechtes Sprintziel. Das Entwicklungsteam und der Product Owner ziehen jetzt gemeinsam Backlog-Items aus dem Product Backlog. So lange, bis das Entwicklungsteam sagt, stopp, der Sprint ist voll. Das ist nicht viel bei einem zweiwöchigen Sprint oder auch bei einem vierwöchigen Sprint, typischerweise sowas zwischen 6 und 10 Backlog-Items. Dann prüft das Scrum-Team nochmal gemeinsam, können wir mit diesen Backlog-Items das Sprintziel erreichen oder nicht? Wenn ja, ist alles gut, dann einigen wir uns auf dieses Sprintziel. Wenn nein, müssen wir das, was wir schon gezogen haben, so modifizieren, verkleinern, dass wir vielleicht noch mehr ziehen können, um die fehlende Funktionalität für das Sprintziel zu machen. Oder aber wir müssen unser Sprintziel abändern, dass es vielleicht etwas weniger ambitioniert wird. Die Entscheidung dafür, wie viel in einen Sprint reinpasst, fällt ausschließlich das Entwicklungsteam, nicht der Product Owner. Als zweites kollaboriert das Entwicklungsteam und entscheidet den technischen Ansatz. Wie sollen die einzelnen Backlog-Items implementiert werden? Wie überprüfen wir, ob sie wirklich eingebaut sind? Welche Tests sind notwendig? Welche zusätzlichen Arbeiten an dem Produkt sind notwendig, um dieses neue Feature einzubauen? Das Ergebnis wird festgehalten in dem sogenannten Sprint-Backlog. Das Sprint-Backlog ist eine Visualisierung der anstehenden Arbeit, meistens in Form von Post-its, die an der Wand hängen und wo wir dann schauen können, wie weit sind die einzelnen Punkte gediegen, weil die Post-its über die Zeit langsam nach rechts wandern. Wie das Sprint-Backlog genau ausschaut, ist Entscheidung des Entwicklungsteams. Es ist deren eigenes Artefakt. Während des Sprints trifft sich das Entwicklungsteam regelmäßig zum sogenannten Daily Scrum. Wie der Name schon sagt, ist das regelmäßig tatsächlich täglich, immer zur gleichen Zeit, in der Regel vor dem Sprint-Backlog. Und an diesem Punkt entscheidet das Entwicklungsteam, wie es weiter vorgehen soll. Das ist der Blick des Fußballspielers über den Platz. Wo stehen die anderen Spieler? Wo muss ich als nächstes hinrennen, um das Spiel voranzutreiben? Typischerweise werden 3 Fragen beantwortet. Zum einen, was habe ich erreicht seit dem letzten Sprint-Review, um dem Sprintziel näher zu kommen? Was werde ich als nächstes tun, um dorthin zu kommen? Und gibt es Dinge, die mich gerade stören? Während des Daily Scrums, das nur 15 Minuten dauert, werden keine Diskussionen gemacht. Wenn Diskussionen entstehen, werden diejenigen, die an der Diskussion beteiligt sein wollen, das anschließend tun. Dadurch ist es möglich, diese Koordination sehr, sehr kurz zu halten und das tatsächlich als tägliches Regelmeeting aufzusetzen. Das ist der Zyklus, um über das Produkt zu lernen. Wir müssen aber noch in einer anderen Ebene lernen, nämlich wie wir zusammenarbeiten und wie unser Prozess funktioniert. Dazu dient die Sprint-Retrospektive. In der Sprint-Retrospektive, die nicht länger als 3 Stunden dauert, reflektiert das Team, wie der letzte Sprint gelaufen ist und überlegt sich, was sie am eigenen Vorgehen an der Zusammenarbeit verändern können, um in Zukunft besser zu arbeiten. Wir haben aber nicht nur die Sprint-Retrospektive, um uns zu verbessern, sondern wir haben auch die Rolle des Scrum Masters.
Das ist die letzte Rolle, die uns im Scrum-Team noch gefehlt hat. Der Scrum Master wirkt als Katalysator für ständige Verbesserung. Was heißt das konkret? Konkret achtet der Scrum Master darauf, wie arbeitet das Team zusammen? Gibt es aktuell Konflikte, die wir angehen müssten? Gibt es weiße Elefanten, die niemand ansprechen möchte? Was gibt es für Möglichkeiten, dass das Team besser arbeiten kann? Das ist eine Aktivität, die ständig läuft. In der Regel ist der Scrum Master auch derjenige, der Meetings moderiert und dem Team hilft, Sprintplanung, Daily Scrum, Sprintreview und auch Retrospektive innerhalb der vorgesehenen Timeboxen zu erledigen. Um regelmäßig in gute Qualität liefern zu können, setzt sich das Team noch eine Definition of Done. Was bedeutet Definition of Done? Die Definition of Done ist sozusagen eine Latte, über die jedes einzelne Backlog-Item drüber springen muss, bevor es tatsächlich ins Inkrement reinkommt. Dort stehen typischerweise Dinge drin, müssen getestet sein, vielleicht muss der Product Owner es abgenommen haben. Wenn wir ein elektrisches Gerät entwickeln, müssen bestimmte VDE-Vorschriften eingehalten werden. Auch das wird in der Definition of Done drinstehen, dass die notwendigen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Wenn wir ein Medizingerät bauen, dann müssen entsprechende Dokumentationsvorgaben eingehalten werden, um den anschließenden Genehmigungsprozess durchgehen zu können. Die Definition of Done gehört dem Scrum-Team. Möglicherweise gibt es von außen gesetzliche Vorgaben, die da aufgenommen werden müssen, aber das Scrum-Team entscheidet, wie sie diese gesetzlichen Vorgaben einhalten können. Genauso auch organisatorische Vorgaben. Verändert wird die Definition of Done in den Retrospektiven, wenn man feststellt, ja, es macht Sinn, dass wir zusätzliche Hürden mit einbauen, zusätzliche Qualitätskriterien, damit wir bestimmte Probleme vermeiden. Oder wenn wir auch feststellen, die Definition of Done hat Elemente drin, die wir gar nicht brauchen. Wichtig ist, wie beim Hochspringen, die Latte sollte hoch genug sein, dass wir was dabei lernen, aber nicht so hoch, dass wir sie ständig reißen. Last but not least gibt es noch das Backlog Refinement, früher auch Backlog Grooming genannt, in dem der Product Owner und das Entwicklungsteam gemeinsam den Backlog pflegen. Was bedeutet pflegen? Das bedeutet, den nächsten Sprint vorzubereiten, genauer zu verstehen, was kann da gebaut werden, zu überlegen, ob das vielleicht zu groß wird, um es in einen Sprint reinzutun und in kleinere Teile zerhackt werden muss. Manchmal wird einfach nur geschätzt, manchmal wird das Ergebnis des letzten Sprint-Reviews eingearbeitet. Das ist kein eigenes Meeting, sondern eine fortlaufende Aktivität. Manche Teams treffen sich dafür regelmäßig, in anderen Teams macht der Product Owner das auf Zuruf.